Die standen hier gerade einfach dumm an der Straße rum. Hier sind noch nicht die Türme, wo die sein sollen. Brauchst du auch nicht ganz. Mal so hochgehen. Na, ist die Wende in der Nähe. Achso, das ist wieder mit den Wurzeln. Erstmal einen Baum hacken. Dschungeltroll, mal gucken, ob der dazu gehört. Auferstandene Hand, na geil. Ne, der Dschungeltroll fällt schon mal nicht. Jetzt aber. Autsch. Hier sind voll wenig Gegner, die dazu zählen. Immer nur so vage. Und die zählen ja nicht dazu. Ja, eben. Dschungeltroll auch nicht. Nee, hab ich eben schon probiert. Mann, ich bin ja jetzt auch schon längst aus dem Kopfgebiet raus, shit. Sicher? So weit weg ist das da gar nicht. Ja, aber hier bin ich schon aus dem Kopfgebiet raus gewesen. Noch ein Peitsche gehört ja nicht dazu. Okay, die Quest verstehe ich irgendwie nicht. Oder ach, hier ist die eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Echt? Hier ist auch ein Champion drin. Alter, hier sind drei Champions drin? Das ist ach, da in der Höhle bist du, okay. Oh Leute, wo kommt denn da angelaufen? Mach es fest. Du blödes Rindvieh, was machst du denn? Die armselig diese Fäule Maul aussehen, ey. Dafür kommt aber auch was Leckeres raus, wenn die kaputt gehen. Auferstandene Leibeigner, vielleicht die hier. Ja, die zählen auch, ja. Ah, okay, dann ist das nur in die Richtung. Der wohl nicht. Ah, da. Große Reichweite. Ich bin dahin. Ich wundert, dass das tatsächlich noch zur Quest gehört. Hier ist zumindest mal ein Speer. Was hast du denn so für Spaß? Reisende, die ihre Hilfe anbieten wollen, gibt es in dieser Gegend genug Gelegenheiten. Die Abtei Dormant hat in der Nähe der Schluchten alte Ruinen entdeckt, die jedoch alles andere als sicher sind. Die wilde Entschlossenheit, diese Ruinen zu erkunden, hat bereits Leben gekostet. Das Feuerbruchfort ist eines der Paktlager, so, die sich zum Kampf gegen die Auferstandenen rüsten. Jedwede Hilfe bei der Vorbereitung auf diesen Kampf ist willkommen. Dann mal gucken, ob das hier oben auch noch dazu gehört. Die eine Herzquest ist gar nicht schlecht, die ist nämlich am Weg vorbei von dem Heißluftballon. Heißluftballon? Ja. Hab ich noch gar nicht gesehen. Oh, ein Fäulemaul. Alles hat ein Recht zu wachsen. Eigentlich hat ein Recht zu wachsen. So, Schrott erstmal weg. Was haben wir denn da sonst noch wieder für einen Müll? Fackel ist schlechter, kommt weg. Da kotzt sich das Fäulemaul erstmal richtig schön aus. Ekelhaft.
Scheiß auf Hörner. Wackerer Fokus kann ich nicht benutzen. Kann ich auch nicht benutzen. Kann ich auch nicht benutzen. Die finde ich persönlich. Obwohl, die ist schlechter, oder? Die hat halt noch eine Rune drin, aber. Ja, komm, zack. Die ziehen wir auch an. Da ziehen wir nicht an. Da ziehen wir nicht an. Da ziehen wir nicht an. Dolche, ey, ja sicher. Das können wir nicht anziehen. Schlechter, ausgetauscht. Das kann ich noch nicht benutzen. Juhu. Man sieht sich. Man sieht sich, genau. Wie viel macht denn das aus? 1071? Gehören die Riesenreiter auch dazu? So. Weiß ich nicht. Ich habe gerade repariert und meine Ausrüstung hier gemanagt. Aber du bist jetzt nach Süden weitergelaufen? Ja, weil da ist die, geht die Herz, da kann man die Typen für die Herzquest alle killen. Dann reicht die aber echt weit. Mhm. Was soll denn so ein Riesenreiter sein? So fliegende, quallenartige Viecher. Hab mich halt nochmal die zähmen können. Mach das schon endlich weg da. Ständig greift mich irgendwas von hinten an. Lol, ein Zombie-Magier. Was? Der konnte gerade Feuerbälle verschießen. Haufen leuchtender Staub. Was ist das denn da? Ach, ein Moosherz. Haha, Bambi auch schon schnell gekillt. Ja. Zählten die Riesenreiter jetzt oder nicht? Nee, ne? Nee, die gelten nicht. Aber der da zählt. Erstmal gegen den Baum gepinnt. Wie sich das gehört? Oh, Bäumchen. Ein Viertel fehlt mir noch. Steht noch so ein Fußball. Neues Event in der Nähe. Ich glaube, hier unten sind dann doch. Bei dem Moment muss ja mittlerweile wieder im Kreis laufen, ne? Ja. Ey! Ja, irgendwann müssten wir wieder vorne ankommen. Da ist einfach mal so ein Fischmaul aus dem Boden gekommen. Mm. Alter! Und Untote. Es ist giftig! So, noch ein Vieh oder so. Ja. Und Level 7, Stufe 67. Geht's halt. Oh ja, oh ja. Jetzt bin ich auch mit der Quest durch. LOL. Dreckspeitsche. So, ich geh mal vorne ein paar Sachen verkaufen. Nicht eben vergessen. Bling, bling. Was finden wir denn hier schön? Das ist ein scharfe Klaue.
Glaube ich hier sonst noch? Ach, das ist noch eine Sehenswürdigkeit. Hast du die schon? Nee. Ich muss da gleich noch hin, aber ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen verkaufen, sonst ist es nicht. So. So, wir können uns hier verkleiden und Spezialwurzeln holen. Es kann losgehen. Ihr scheint mir von der abenteuerlustigen Sorte zu sein. Interesse an einer neuen Erfahrung, ja. Es gibt eine besondere Wurzel, die ich brauche. Ich arbeite an etwas, das unsere Widerstandsfähigkeit gegen orianische Fäulnis verbessern sollte. Die Pflanzen, von denen die Wurzeln stammen, sind gleich da drüben. Ich helfe. Natürlich. Ich habe eine Methode entwickelt, mit der ihr euch in das Gebiet einschleusen könnte, um Pflanzen zu sammeln. Aber zunächst müsst ihr mir eine Frage beantworten. Aha. Was zieht ihr vor? Geschwindigkeit, Stärke oder Beweglichkeit? Beweglichkeit. Flink wie ein Schmetterlinger. Das klingt mir nach einem Moor. Moor? Ich sagte Schmetterling. Ah, super. Bin so klein und unbedeutend. Wie viele Pflanzen kann ich denn auf einmal nehmen? Oh oh, eine Raupe. Nein! Ich muss hier weg. Ich könnte dich auch versuchen kaputt zu haben. Okay, sagen wir einfach, die Raupe hat die Überhand. Hallo, hilf mir! Ey, du bist gerade von der Raupe angeflammt worden. Lasst ein Unrecht nie zu Bösem reifen. Danke, das ist eine große Hilfe. Das ist eine große Hilfe, ja, ich weiß. Ach, guck mal an, die Raupen sind gelb, wenn man... Läuser für alle Pflanzen hier. Komm, lass mich in Ruhe. Nein. So, jetzt habe ich das Inventar aufgehoben. Perfekt. So. Also die Champions sind freundlich, wenn du hier verkleidet reingehst. Alter, lauf. Nein. Haha, daneben. Oh, ich muss den Weg machen. Wie verkleidet reingeht. So, wo kann man sich verkleiden? Direkt vor der Höhle. Okay. Ich stehe zu euren Diensten. Ich habe da draußen ein paar Wurzeln gefunden. Danke, das ist eine große Hilfe. Toll. Komm, scheiß mal hier auf die Verkleidung, ich will stärker. Es ist schön, euch zu sehen. Gesundheit. Danke. Jawohl, ein Doljak. Nice. Wo bist du? Alter. Ich komme jetzt auch zu der Höhle. Wow. Ach, wie frech, wenn man sich davon entfernt, wird man wieder zurückverwandelt. Schade, ich hab gedacht, das Viech könnte tanzen. Das sah einfach so geil, so cool aus, wo ich jetzt einfach den Hügel hochgekommen bin und auf einmal steht über dem Vieh dein Name. Nice, kann man sich bei dem hier verteilen.
Danke. Das ist eine große Hilfe. Also Stärke ist halt dieser Duljak. Moa ist hier Beweglichkeit, Geschwindigkeit weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, wird Vogel sein oder so. Ne? Oder? Nee, Leopard glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin Moa. Ja, das ist doch mal ein gutes Paar. Ja. Das ist Bremer Stadtmusikantenstadt. Muss ja einfach nur die Pflanzen einsammeln. Manchmal kommt da so eine Raupe raus. Und die hat mir als Moa hat die mir schon böse Schaden gemacht, ja. Was soll denn das? Lol. Ach nice, der kann sich heilen, das ist ja frech. Gib ihm Moa, gib ihm. Lol. Bis jetzt viel mal eine Raupe platt gemacht hat, dort ja ewig, ey. Komm. Jetzt wachse ich über mich hinaus. Ich bin wieder zurückverwandelt. Was geht denn hier ab? So, muss mich noch verwandeln. Es verbrennt mich! Es verbrennt mich! Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch fertig, wenn ich ankomme. Also, du hast ja gerade abgegeben, ne? Lol, Geschwindigkeit ist ein Kanickel. Haha, nice. Danke, das ist eine große. Das ist ein Scherz. Guck mal, wie viel da fehlt. Einer noch. Glaube ich. Ja, entweder 15 oder 16 Pflanzen braucht man. So, ich geh mal. Ich hab Karnickel. Wie geil das ist. So. Danke. Das ist eine große Hilfe. Ah ja. Immer noch. Doch, ich immer. Reicht. Ja? Danke. Ja, die 24 Sekunden sind nur dazu da, damit jeder noch seinen Quatsch da abgeben kann. Oh, komm mal her, du blöde Raupe. Lol, das macht 1000 Schaden, das Karnickel. Da, ja, schon wieder. Wie geil ist das denn? Killer-Karnickel. Frech. Bam! Flink und sicher. Nice, geschafft. Ach, das war jetzt komplett. Das fand ich cool, das Event. Das fand ich nett. Jetzt zeig mal, was ihr habt. Ein untoten Kampftrank. Es kann losgehen. Oh, der ist gut. Der, ja, das ist gar nicht schlecht. Dann nehmen wir direkt mal ein paar von mit, weil wir kämpfen ja fast nur gegen Untote. Fresse ich mir noch eine Kirschtorte rein. Ja, habe ich mir auch mal direkt ein paar geholt. Ach ja, ich hatte Level Up. Heißt, die Speerschleuder kann ich anziehen. Oder die Harpune. Da haben wir sie ja. Ah ja, Eigenschaften. Bums. Dann noch ein bisschen Inventarmanagement. Dolch, so ein Quatsch. Ach, die Sehenswürdigkeit fehlt mir noch. Ist das in dem Ding drin, in dem Berg? Das ist oben drauf. Moment. Die habe ich auch nicht. Deswegen ist das eine sehr gute Frage. Weil, wenn wir da jetzt reingehen, so, dann sind wir direkt tot. Da könntest du recht haben. Fuck. Wenn man... Warte mal eben. Ja, die sagt das nicht mehr. Scheiße. Wieso kann ich... Warte mal. Auf Kurzbögen.